Luigi, Toni, wartet noch. Ich habe noch etwas zu erledigen. Liebe Mona, wenn du dieses Video siehst, wirst du dich fragen, warum spricht der Onkel Dodo so komisch? Das Ganze ist nur ein Spaß, weil ich mach den Partner, hab die Wangen, die Backen voll mit Tempotaschentücher. Das heißt, ich habe etwas Hamsterbacken. Hätte ich auch so, aber so wird das noch verstärkt. Ist ein Spaß. Matthias erklärte, aus welchem Film das ist. Es ist der Pate. Heute ist ein wichtiger Tag. Denn heute wird die Mona getauft und ich bekomme einen wichtigen Titel verliehen. Früher, viele Freunde kennen mich als Don der Übergewichtige, Don der Kurzatmige. Viele kennen mich aber auch als Don die dicke Nudel. Und nun werde ich Don Dodo. Und diese Patenschaft wird mir angeboten und ich ergreife sie natürlich. Angeboten von meinem Bruder und seiner Schwägerin. Von meiner Schwägerin, dessen Frau, von Matthias, was im Grunde genommen nur mein Halbbruder ist, weil wir zwei verschiedene Väter haben, aber dieselbe Mutter. Aber das ist eine andere Geschichte. Meine Schwägerin, mein Bruder haben gesagt, Markus, möchte... Nee, haben sie nicht. Wir haben gesagt, Markus, willst du eine Patenschaft machen? Dann habe ich gesagt, ja, das würde ich gerne tun. Und ich widme mich der Patenschaft in voller Hingabe. Ich möchte dieses Amt übernehmen mit meinem Herzblut. Wohlan, heute ist ein wichtiger Tag. Heute ist der 25. März 2007. Und ich werde ein Pate. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, es wird ein schöner, ereignisreicher, unvergesslicher, wundervoller Tag. Die Sonne ist bestellt. Sie ist da. Und nun müssen wir auf zur Kirche. Toni, Luigi, lasst ihn am Leben. Ich gehe heute in die Kirche. Ich habe heute meinen Guten. Ja. Ja, würde ich sagen, das wird ein schöner Tag in der Kirche, im Gemeinschaftshaus. Zur Rosenklause heißt das, glaube ich, nicht wahr? Und da werden wir eine schöne Taufe haben. Mit vielen Geschenken. Melli, Matthias, Nicole und ich haben dort gestern gewerkelt. Haben alles eingedeckt, alles schön gemacht. Ja, der Rest muss jetzt von den Gästen kommen. Wir sind bereit. Shalom. Quatsch, das war doch kein italienischer Pate. Buonasera. Arrivederci. Oder das alte, gute Bernardina-Lied. Ciao, ciao, Bernardina.